das Grün mit einem Limonenstich passt perfekt in das Ambiente für eine fröhliche Natur. In eine, nein, doch, angelehnte, grün an die Natur angelehnte Wohnung. Also bleibt dran, bis zum Ende. Okay, ich habe geübt, Generalprobe absolviert. Darf ich anfangen? Jetzt? I'm on a ship. Oh. Hallo und herzlich willkommen hier bei Annelina Waller, bei mir. Und heute habe ich was ganz Tolles für euch. Erstmal natürlich das Video, aber dann auch ein Gewinnspiel. Und zwar, ich sag schon mal, was ihr gewinnen könnt. Also ihr müsst dranbleiben, weil ich sage am Ende noch, wie ihr gewinnen könnt. Ihr könnt euch gewinnen, mein liebes Baby hier, den K400 Artisan von KitchenAid in Kyoto Klo. Das ist angelehnt an die japanische Kultur. Das ist so eine super schöne grüne Farbe mit so einem Limonenstich. Und das ist inspiriert von dem gesunden Lebensstil von Yoga, Smoothies und Co. Und den könnt ihr nachher gewinnen. Also dranbleiben, wenn ihr ihn gewinnen wollt. Mein Buch gibt es auch noch dazu, damit ihr dann auch alles, was in diesem Buch ist, mixen könnt. Dann würde ich sagen, wir starten. Ich sage euch mal, was wir heute machen. Wir machen nämlich Pflanzenmilch, ganz einfach. Mein Ziel ist, im Buch gibt es die Rezepte, mein Ziel ist, dass man nicht so viel sieben muss und das mache ich selbst nicht. Ich bin auch eher so, auch wenn man es vielleicht nicht denkt, faul in der Küche. Ich mache zwar echt gerne Sachen, aber halt alles irgendwie doch ein bisschen schneller und einfacher. Und deswegen zeige ich euch, wie ich das schnell und einfach mache, ohne dieses ganze Sieben. Allerdings gibt es bei manchen Nüssen den Fall, dass man es eigentlich sieben müsste. Aber fangen wir mal an mit der Base. Also wir haben immer drei Zutaten, beziehungsweise vier. Man zählt aber Salz nicht dazu, deswegen drei. Wasser zählt manchmal auch nicht dazu, also zwei. Also wir haben auf jeden Fall hier Guacamole. Das ist so, das ist ein bisschen Besondere. Ich fange jetzt halt mal mit dem Besonderen an. Guacamole ist für die Cremigkeit und Bindung. Ihr könnt das jetzt auch ersetzen durch zum Beispiel irgendwas anderes, das Creme so bindet. Wie zum Beispiel Tapioca-Stärke, aber ich nehme am liebsten das hier. Eine Prise Salz, um den Ganzen so eine natürliche Süße zu verleihen. Salz macht natürlich süß, das klingt komisch, ist aber so. Das sind unsere Geschmacksnerven, die das so wahrnehmen. Wasser für die Flüssigkeit und eine Base. Und als Base können wir alles nehmen, was irgendwie was verarbeitet werden kann. Pflanzlich. Also ich habe jetzt mal hingestellt, ganz viele Nussmusse, weil so mache ich meine Pflanzenmilch eigentlich immer, wenn ich sie selbst mache. Und zwar einfach irgendeine Nussbutter, wie zum Beispiel Pistazienmus oder Mandelmus, Cashewmus, Erdnussmus, Sesammus, Hanfmus, Haselnussmus. Es gibt so viele und ihr könnt euch da wirklich austoben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Kokosmus nehmen. Dann könnt ihr auch natürlich die ganze Nuss nehmen. Das habe ich hier auch mal vorbereitet. Das muss man aber einweichen über Nacht. Da ist es jetzt allerdings so, ich habe hier Haselnüsse, dass die jetzt eine Schale dran haben. Das heißt, es wird ein bisschen braun, die Milch. Und hier würde ich auch empfehlen, dass man siebt. Ich mache es, wenn ich selbst mache, siebe ich nicht. Aber mich stört es nicht, wenn da so kleine Flocken drin sind. In einem Mixer geht es echt mega gut. Der zermixt es gut, aber es sind trotzdem so. Es ist einfach nicht so smooth, wie wenn man Mousse nimmt. Deswegen fällt das für mich eigentlich raus. Aber ich werde es euch trotzdem mal präsentieren. Was man auch nehmen kann, und das ist wirklich so geil, weil ich wusste nicht, also ich habe Sojamilch nie selber gemacht, weil mich das voll stresst und immer nichts wurde, weil es mir einfach alles zu lange dauert. Und ich habe jetzt einen Weg gefunden, und zwar mit Sojaflocken. Die weiche ich ein und dann kann ich die mixen mit meiner Prise Salz und Guacamole, und ich süße das gerne, weil Soja schmeckt schon stark, kann man das noch ein bisschen süßen. Ihr könntet aber auch Tofu nehmen für Sojamilch. Dann könntet ihr noch zum Beispiel Erdmandel nehmen, das ist jetzt nur so als Inspiration. Ihr könntet aber auch sowas wie Quinoa nehmen, gekochten Quinoa oder gekochten Reis oder Hafer. Aber wir behalten es einfach. Also wir machen Nussmilch oder Kokosnussmilch. Und dann könnt ihr das Ganze süßen. Ich habe jetzt hier mal Datteln. Muss aber auch nicht. Das ist nur so, wer es süß gerne mag. Und natürlich könntet ihr es noch flavoren. Zum Beispiel mit Zimt oder Vanille. Ich will so eine zuckerfreie Espresso-Schokolade, also nee, die ist mit Kokoszucker, sorry. Eine kokoszuckergesüßte Espresso-Schokolade, Tonka-Bohne oder Maca. Maca finde ich auch extrem geil, dann wird es so karamellig. Da könnt ihr euch richtig austoben. Und dann würde ich sagen,
Wir starten mit der Milch. Ah nein, noch was. So sieht es aus. Das habe ich jetzt gestern Abend vorbereitet. Das ist gemixtes Kokosmus mit Wasser und Tapioca. Und es schmeckt wirklich wie diese Kokosmilch, die man kaufen kann. Es ist so, wenn man es über Nacht im Kühlschrank lässt, so wird es so ganz, ganz leicht kriselig da oben, aber mich stört das nicht. Und im Kaffee geht es auch, es verbindet sich auch im Kaffee. Ja, das funktioniert gut, ich zeige es euch nachher noch. Das gleiche mit der Sojamilch, das war halt jetzt das gemixt mit Wasser. Und dann habe ich noch ein bisschen Xylit dazu. Man könnte auch Dattel nehmen, aber es war eh schon so braun. Und das sieht auch ganz klein, diese Schlieren, aber das ist nicht schlimm. Und wem das stört, der sollte das dann doch strainen, also mit so einem Strumpf. Habe ich auch da, kann ich ja mal zeigen. Ah, habe ich das überhaupt? So sieht das aus. So macht man das professionell. Könnte man nutzen, muss man aber nicht. Ich habe es einmal benutzt ungefähr, zweimal zum Testen. Und dann hat es mir zu lange gedauert. Aber wer da die Geduld hat, dem kann ich es natürlich empfehlen. Okay, ich würde sagen, ich habe lang genug gelabert. Lass uns mal starten und hier ein bisschen Action machen. Wir beginnen jetzt mit Cashew-Mousse. Bei Cashew ist es eigentlich so geil. Die könnte man auch einfach einweichen und dann mit Wasser mixen, weil das ist die einfachste Pflanzenmilch, die man machen kann. Moment, ich fange lieber mit dem Wasser an. Dann klebt es auch nicht dran. Ich habe jetzt 500 Milliliter Wasser reingegeben. Ihr könnt da so dosieren, wie ihr das wollt. Ich gebe jetzt mindestens auch 2 Teelöffel Cashewmus rein. In meinem Buch habe ich auch noch mal ganz genaue Angaben. Je nachdem, wie dick ihr diese Milch wollt, könnt ihr da dann ein bisschen rumspielen. Eine Messerspitze oder eine Löffelspitze Tapioca. Das sollte man eher sparsam benutzen, weil sonst wird es zu dick. Eine Prise Salz, auch sparsam benutzen. Nee, wir nehmen 2. Und dann geht's ab. So, das ist auch das Geile an dem Mixer. Der hat verschiedene Programme. Er hat ein Smoothie-Programm, er hat ein Ice-Crush-Programm, er hat ein Puls-Programm, er hat ein Spülprogramm. Ja, das riecht gut nach Cashews. Eigentlich will ich jetzt noch Vanille dazu, aber dann kann ich sie nur süß benutzen. Das ist auch so geil, es gibt immer so einen richtig geilen Schaum. So, jetzt gießen wir das einmal ein in diese Flasche, die ich gerade für das Wasser auch schon hatte. Also wie man sieht, ist das Milch. Wenn man das noch dicker will, dann kann man hier variieren mit dem Guacamole und mit dem Cashews. Aber es ist jetzt eigentlich schon ziemlich geil und setzt sich auch nicht ab. Tada! Next one! Wobei, das gießen wir jetzt noch ein. Willst du probieren? Und wir müssen aber auch dann ein Milchbad filmen. Du musst auch hinter der Kamera deinen Kommentar abgeben. Also sag nichts Falsches. Ich habe nicht bezahlt. Mein toller Videograf Adrian ist nicht vegan. Deswegen ist es immer noch mal ein größeres Erlebnis, wenn es dir schmeckt. Schmeckt es dir? Es ist leer. Ich trinke nichts, was mir nicht schmeckt. Juhu! Top, dann machen wir die nächste. Eigentlich würde man den Mixer jetzt spülen und dann das nochmal machen. Aber ich bin kein Profi-YouTuber. Ich bin nicht so perfektionistisch, deswegen ich mache direkt weiter. Habe ich da immer noch was? Ist jetzt alles weg? Oh Mann! Okay, die nächste Milch. Genau das gleiche Spiel wie eben. Ich mache ein bisschen mehr, weniger. Wir machen noch am Ende einen Matcha. Same, same. Gleiches Spiel wie eben. Wir geben eine Dattel dazu, damit es mal anders wird. Man kann auch Rosine nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie stark das schmeckt. Aber es ist echt geil. Tada. Ja, die ist auch richtig schön grün. Probier mal. Cheers. Cheers, Leute. Aber lass mal einen Schluck drin für mich.
Ja, ging so, ne? Könntest mir nur was reinschenken. Okay, ich mach noch einen. Alles klar. Sind wir bereit für die dritte? Und ich zeig euch jetzt, wie man das mit Nüssen macht, weil die muss man nämlich abwaschen, nachdem die eingeweicht wurden. Dann gehen hier nochmal die Bitterstoffe raus. Wer viel Lust hat, kann die jetzt noch schälen. Ich nicht. Tada! Und das wird jetzt eine konzentriertere Milch. Nehmen wir mal ein super kleines Gläschen. So ist das auch dann extrem cremig und richtig, richtig geil. So wie die Haselnuss nehme ich auch eine Prise Salz. Ganz ein kleines bisschen Tonka. Das schmeckt so geil. Das reicht, nicht zu viel. Guacamole. Das sieht jetzt aus wie Stracciatella, ist aber nicht. Und das sieht man jetzt hier, das ist viel dicker, aber es geht. Ich zeige euch dann mal, wie das im Kaffee ist, wenn das halt so mit Schale gemacht wird. Tada! Das sieht so geil aus. Ich muss das doch probieren. Nochmal. Ich glaube, beim zweiten Mal merke ich es bei mir immer so. Ich hatte nämlich früher keinen Haselnuss gemocht. Dann habe ich es angefangen zu essen, weil mein Mandelmus leer war und irgendwann fand ich es so geil. Man gewöhnt sich dann dran und irgendwann ist es geil. Mhm. Jetzt sage ich euch, wie ihr diesen Mixer in Kyoto Glow gewinnen könnt. Drückt einmal den Gefällt mir-Button hier, abonniert meinen Kanal, kommentiert, was euer Lieblingsmixer-Rezept ist und was ihr gerne als erstes mixen würdet. Bonus, teilt das Gewinnspiel noch auf Instagram in eurer Story. Und ich drücke euch allen die Daumen, ich lose das Ganze in einer Woche auf. So, dann machen wir weiter. Ich zeige euch noch, wie ihr einen Matcha macht. Und zwar machen wir einen Pistachio-Matcha. Auch geil, Walnuss. Aber wir machen jetzt Pistachio, weil wir haben ja hier die Milch gemacht. Und zwar mache ich meinen Matcha so. Ich gebe Eiswürfel in den Mixer. Mindestens zwei. Manchmal auch drei. Milch. Datteln. Oder was anderes Süßes. Und Matcha natürlich, sonst geht das Ganze nicht. So, ich nehme einen ganzen Teelöffel, das ist ein starker Matcha. Aber ich mag den eigentlich ziemlich gerne stark. So, das ist jetzt passend natürlich zu der Farbe von Kyoto Glow und zum Thema Gesundheit. Und jetzt geht's los! Gilt, wenn ihr das Ganze cremiger wollt, dann einfach noch ein bisschen von eurer Nussbutter der Wahl und dann könnt ihr das in ein Glas gießen, so mache ich das zumindest, mit Eiswürfeln natürlich. Im Winter mache ich das dann nicht so. So geil, ich liebe diese Farbe. Dann noch ein Röhrchen. Tada. Ich weiß nicht, ob ich teilen soll. Natürlich teile ich. So, wir machen jetzt eine Cold Brew. Kaffee erstmal. Essentials first. Und dann nehmen wir Kokosmilch. Schauen, wie die sich hier auflöst. So. Das ist Nummer 1. Schmeckt nach Kokos und Kaffee. Dann nehmen wir die nächste. Cold Brew Nummer 2 mit Cashew. Also da sieht man schon, das ist nochmal richtig smooth. Ein bisschen smoother mit so einem Cashew-Mousse und mit so einem allgemeinen Cashew-Mandel. Es wird alles so Pistazie oder Erdnuss, das wird immer richtig geil. Cheers. Und dann noch eine Anwendung in Müsli. Das würde ich jetzt persönlich auf jeden Fall noch süßen und dann ist es auch sehr geil. Also, so einfach kann es gehen und so schnell macht ihr Milch. Ich drücke euch doch mal die Daumen für das Gewinnspiel und freue mich auf eure spannenden Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Danke noch an KitchenAid für den Mixer natürlich. Ciao, ciao.